Herzlich willkommen zum Slupcast, Kurzeinführung Zotero. Nach der kurzen theoretischen Einführung zu Zotero möchte ich Ihnen das Programm gerne noch mal kurz live zeigen. So sieht Zotero aus, wenn Sie das frisch installiert haben, inklusive der voreingestellten Ordner. Sämtliche Funktionen finden Sie oben links in dieser Menüleiste. Mir ist im Moment nur der Punkt Einstellungen unter Bearbeiten wichtig. Wir fangen mal mit dem Allgemeinen an. Lassen Sie nach Möglichkeit einfach alle Funktionen hier angehakt. Bei den Synchronisationseinstellungen tragen Sie bitte Ihren Zotero-Benutzernamen und Ihr Zotero-Passwort ein, was Sie sich auch auf der dortigen Webseite vergeben haben. Was das Zitieren angeht, haben Sie hier voreingestellte Zitierstile, die Sie gerne erweitern können. Zusätzliche Stile erhalten Sie hier. Wenn Sie speziell welche suchen, die zur TU Dresden gehören, dann suchen Sie bitte nach Dresden. Hier werden Ihnen alle verfügbaren angezeigt. Wählen Sie den aus, den Sie brauchen. Wenn Sie mit der Maus drauf gehen, kriegen Sie eine kurze Voransicht. Ansonsten reicht ein einfacher Klick und er wird importiert. Unter den erweiterten Einstellungen möchte ich Sie vor allem auf den Tab Dateien und Ordner hinweisen, wo Sie den Speicherort Ihrer Zotero-Daten sehen und gegebenenfalls ändern können. Wenn Sie jetzt in einer Datenbank recherchieren, beispielsweise bei Springer Link, und Ihre Ergebnisliste haben, dann suchen Sie sich einen Eintrag aus, den Sie gerne nach Zotero importieren wollen. Öffnen Sie den in der Detailansicht und nutzen Sie dieses Browser-Add-in von Zotero. Klicken Sie drauf und alle Metadaten inklusive des Volltextes werden an Zotero geschickt. Hier sehen Sie das auch kurz. Ich mache das mal noch mit einem zweiten Eintrag. Ein Artikel. Auch hier wird dieses Plugin wieder aktiv. Klicken wir nochmal drauf. Sie sehen, das sieht jetzt ein bisschen anders aus als vorhin, als wir das Buchkapitel hatten. Wenn Sie jetzt mehrere Treffer auf einmal importieren wollen, können Sie das auch machen. Dann gehen Sie von dieser Übersichtsseite aus, wählen hier dieses gelbe Ordnersymbol an und markieren sich die Referenzen, die Sie nach Zotero importieren möchten. Das dauert dann alles etwas länger, weil ja auch die Volltexte mitkommen. Und so schnell haben Sie schon eine kleine Sammlung Ihrer Referenzen erstellt. Beim Zitieren, dafür öffnen Sie einfach ein Word-Dokument, öffnen hier das Zotero Word-Add-In und mit Add Citation können Sie das erste Zitat einfügen. Allerdings müssen Sie zunächst einstellen, auf der Basis welchen Zitierstils das zu erfolgen hat. Ich nutze mal den TU Dresden für die Forstwirtschaft. Wechsle hier in die klassische Ansicht, damit ich alles sehen kann, was ich gesammelt habe. Ich fange mit dem an, markiere den, gebe eventuell noch eine Seitenzahl ein und bekomme das fertig formatiert in meinen Text eingefügt. Ich mache das mal noch mit einem zweiten. Machen wir den Artikel ohne Seitenzahl und eventuell noch ein kombiniertes Zitat, also wo ich gerne mehrere Verfasser zusammennehmen würde. Das mache ich über den Tab Mehrere Quellen und sage, jetzt brauche ich noch das und das und das nehme ich noch dazu. Ich stetige auch das wieder mit OK. Es wird in den Text eingefügt. Und am Ende Ihrer Arbeit sagen Sie Add Bibliography und basieren auf dem Zitierstil, den Sie ausgewählt haben, wird Ihnen das Literaturverzeichnis erstellt, ohne dass Sie hier noch irgendwas dazu tun müssen. Das war's in aller Kürze zu Zotero. Dankeschön.